Das Evangelium nach Matthäus mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 11. Und es geschah, als Jesus seine Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, ging er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und sieht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Als die aber hingingen, fing Jesus an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Schilfrohr vom Wind hin und her bewegt? Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, die die weichen Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Aber was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, sogar mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird dem Reich der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen: Wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Gewehklagt, denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagen, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sünden. Und die Weisheit ist gerechtfertigt worden von ihren Kindern. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buß getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben, bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn es, so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur den Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nachdem Jesus seine Jünger zu predigen ausgesandt hat, setzt er die Ausübung seines eigenen Dienstes fort. Das Gerücht von den Werken Christi dringt bis zu Johannes ins Gefängnis und dieser,
in dessen Herz, ungeachtet seiner prophetischen Gabe, noch ein Rest jüdischer Gedanken und Hoffnungen zurückgeblieben war, lässt Jesum durch seine Jünger befragen, ob er der Kommende sei oder ob sie eines anderen warten sollen. Dass er Jesus sandte, offenbart sein völliges Vertrauen auf sein Wort als Prophet, zugleich aber auch seine Unbekenntnis betreffs seiner Person, und dies letztere tritt hier völlig ans Licht. Gott erlaubte diese Frage, um alles an seinen wahren Platz zu stellen. Christus als das Wort Gottes musste sein eigener Zeuge sein. Er sollte von sich selbst wie auch von Johannes zeugen, aber kein Zeugnis von diesem empfangen. Und er legte dieses Zeugnis in Gegenwart der Jünger Johannes ab. Er heilte die Menschen von allen ihren Krankheiten und predigte den Armen das Evangelium. Die Boten Johannes sollten ihrem Meister dieses wahrhaftige Zeugnis von dem, was Jesus war, überbringen. Und Johannes sollte es annehmen. Der Mensch wurde durch diese Dinge auf die Probe gestellt, und glücklich derjenige, welcher sich nicht an dem unscheinbaren Äußern des Königs von Israel ärgerte. Gott, geoffenbart im Fleische, kam nicht, um die Pracht des Königstums zu suchen, wiewohl sie ihm gebührte, sondern die Befreiung leidender Menschen. Sein Werk offenbarte einen viel göttlicheren Charakter und ging aus einem weit herrlicheren Beweggrund hervor, als wenn es sich um die Besitznahme des Thrones Davids sowie um eine Befreiung gehandelt hätte, die Johannes in Freiheit gesetzt und der Tyrannei, die ihn ins Gefängnis geworfen, ein Ende gemacht haben würde. Einen solchen Dienst zu unternehmen, in den Bereich der Ausübung desselben herabzusteigen, die Leiden und Schmerzen seines Volkes zu tragen, alles das konnte zu einem Stein des Anstoßes werden für ein fleischliches Herz, welches auf die Erscheinung eines herrlichen Reiches hoffte, das den Stolz Israels befriedigt hätte. Aber es war nicht wahrhaftig göttlicher für den Zustand des Volkes, so wie derselbe in den Augen Gottes war, notwendiger. Das Herz eines jeden sollte daher in dieser Weise auf die Probe gestellt werden, um zu zeigen, ob er wirklich jenem bußfertigen Überrest angehörte, der die Wege Gottes unterschied, oder der stolzen Menge, die nur ihre eigene Herrlichkeit suchte, ohne weder ein vor Gott geübtes Gewissen noch ein Gefühl ihrer Bedürfnisse und ihres Elends zu haben. Nachdem Johannes so unter die Verantwortlichkeit der Annahme dieses Zeugnisses gebracht worden war, das ganz Israel auf die Probe stellte und den Überrest von der Nation im Allgemeinen unterschied, legt der Herr von Johannes Zeugnis ab, indem er sich an die Menge wendet und ihr vorhält, in welcher Weise sie die Worte Johannes befolgt hatte. Er zeigt genau den Punkt, bis zu welchem Israel in den Wegen Gottes gelangt war. Die Einführung des Reiches im Zeugnis bildete den Unterschied zwischen dem, was vorangegangen war, und dem, was jetzt folgte. Unter allen, die von Weibern geboren wurden, war kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer, keiner, der Jehova so nahe gestanden hätte und der vor ihm her gesandt worden wäre, keiner, der von ihm ein genaueres und vollständigeres Zeugnis abgelegt hätte und der durch die Macht des Geistes Gottes von allem Bösen so getrennt gewesen wäre wie er. Eine Trennung, die sich zur Erfüllung einer solchen Mission unter dem Volke Gottes geziemte. Dennoch war Johannes nicht im Reiche gewesen, denn es war noch nicht errichtet. Und in der Gegenwart Christi, in seinem Reiche, im Genuss der Folgen der Einführung seiner Herrlichkeit zu sein, war eine größere Sache als jedes Zeugnis, das die Ankunft dieses Reiches ankündigte. Wir haben es hier nicht mit der Versammlung Gottes zu tun, aber nachdem die Rechte des Königs als geoffenbart in Herrlichkeit festgestellt und die Grundlagen des Reiches gelegt sind, befinden sich die Christen in dem Reiche, wiewohl in einer ganz besonderen Weise. Sie sind in dem Königreich und dem Ausharren Jesu Christi, der verherrlicht, aber in Gott verborgen ist. Sie teilen das Schicksal des Königs und werden, wenn er regieren wird, auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Nichtsdestoweniger
war mit der Erscheinung Johannes des Täufers eine bemerkenswerte Veränderung eingetreten. Von jenem Augenblick an war das Reich angekündigt worden. Es war noch nicht aufgerichtet, aber es wurde gepredigt. Das war etwas ganz anderes als die Weissagungen, die das Reich in eine noch ferne Zeit verlegten, während sie das Volk zu dem durch Moses gegebenen Gesetz zurückriefen. Der Täufer ging vor dem König her, indem er die Nähe des Reiches ankündigte und die Juden zur Buße aufforderte, damit sie in dasselbe eingehen möchten. So redeten denn das Gesetz und die Propheten von Seiten Gottes bis auf Johannes. Das Gesetz war die Richtschnur, die Propheten hielten sie aufrecht und stärkten die Hoffnung und den Glauben des Überrestes. Die Energie des Geistes trieb nunmehr den Menschen an, seinen Weg durch alle Schwierigkeiten und jeden Widerstand der Obersten der Nation und eines blinden Volkes hindurch zu verfolgen, um, koste es, was es wolle, zu dem Reiche eines Königs zu gelangen, der durch den blinden Unglauben derer verworfen war, die ihn hätten aufnehmen sollen. Weil der König in Niedrigkeit gekommen und verworfen worden war, bedurfte es dieses Gewalttuns, um eingehen zu können. Die enge Pforte war der einzige Eingang. Vermochte der Glaube wirklich in die Gedanken Gottes einzudringen, so war Johannes der Elias, der kommen sollte. Wer Ohren hatte zu hören, sollte hören, denn es war in der Tat nur für solche. Wäre dagegen das Reich in der Herrlichkeit und Macht seines Hauptes erschienen, so würde es, um einzugehen, jenes Gewalttums nicht bedurft haben. Man würde es als die sichere Wirkung dieser Macht genossen haben. Allein es war der Wille Gottes, sein Volk sittlich auf die Probe zu stellen, weshalb es auch Elias auf eine geistliche Weise hätte aufnehmen sollen. Das Ergebnis dieser Probe wird uns unmittelbar nachher in den Worten des Herrn selbst mitgeteilt. Verse 16 und folgende. Wir erkennen darin den wahren Charakter dieses Geschlechts, wie auch die Wege Gottes in Bezug auf die Person Jesu, die durch seine Verwerfung selbst geoffenbart wurden. Sowohl die Drohungen der Gerechtigkeit als auch die Anziehungskraft der Gnade waren für das Volk als Geschlecht verloren. Die Kinder der Weisheit, die welche in ihrem Gewissen von Gott wirklich unterwiesen waren, erkannten die Wahrheit des Zeugnisses Johannes als gegen sich selbst gerichtet an, sowie die für die Schuldigen so nötige Gnade in den Wegen Jesu. Johannes, getrennt von der Ungerechtigkeit der Nation, hatte in den Augen derselben einen Dämon. Jesum, gütig gegen die Unglücklichen und Elenden, beschuldigte man der Annahme schlechter Sitten. Indes trat der wahre Sachverhalt so stark hervor, dass es wohl die Herzen von Türen und Sodomiten hätte überwältigen können, und der gerechte Tadel des Herrn warnt die verkehrte und ungläubige Nation vor einem schrecklicheren Gericht als dasjenige, welches den Hochmut von Tyrus und die Verderbtheit Sodoms einst treffen wird. Jedoch galt die Probe den Meistbegünstigsten und den unter den Menschenkindern. Man hätte fragen können, warum wurde die Botschaft nicht nach Tyrus gesandt, zu dieser Stadt, die bereit war, zu hören? Warum nicht nach Sodom, dass es dem verzehrenden Feuer hätte entfliehen können? Weil zur Entwicklung der vollkommenen Ratschlüsse Gottes der Mensch in jeder Weise auf die Probe gestellt werden musste. Wenn Tyrus und Sodom die Vorzüge, mit denen Gott als Schöpfer und in seiner Vorsehung sie überhäuft hätte, missbraucht hatten, so sollten die Juden den Herzenszustand eines Menschen offenbaren, der alle Verheißungen Gottes besitzt und zum Bewahrer aller Ansprüche Gottes gemacht ist. Sie brüsteten sich mit der Gabe und entfernten sich von dem Geber. Ihr verblendetes Herz erkannte ihren Gott nicht an, verwarf ihn sogar. Der Herr fühlte die Verachtung von Seiten seines Volkes, das er liebte, aber als der gehorsame Mensch hienieden, unterwarf er sich dem Willen seines Vaters, der in Unumschränktheit als Herr des Himmels und der Erde handelt, seine göttliche Weisheit und die Vollkommenheit seines Charakters in der Ausübung dieser Unumschränktheit offenbarte. Jesus beugt sich unter dem Willen seines Vaters in dessen Wirkungen und, also unterworfen, erkennt er die Vollkommenheit desselben. Es war geziemend,
dass Gott dem Demütigen alle Gaben seiner Gnade in Jesu, diesem Emanuel auf der Erde, offenbarte und dass er sie dem Stolze verbarg, der sich anmaßte, sie erforschen und beurteilen zu können. Aber dies öffnet der Herrlichkeit der Ratschlüsse Gottes die Tür. Die Wahrheit ist, dass die Person Jesu zu herrlich war, um von den Menschen ergründet oder verstanden zu werden, obwohl seine Worte und Werke die Nation in ihrer Weigerung, zu ihm zu kommen, um den Vater kennenzulernen, ohne Entschuldigung ließen. Jesus, dem Willen seines Vaters unterworfen, erblickt die ganze Ausdehnung der Herrlichkeit, die auf seine Verwerfung folgen sollte. Wie sehr auch sein Herz all das Schmerzliche fühlte, das mit der Ausführung dieses Willens zusammenhing. Alles war ihm von seinem Vater übergeben. Es ist der Sohn, welcher unserem Glauben geoffenbart ist, indem der Vorhang, der seine Herrlichkeit verbarg, jetzt weggenommen wird, nachdem er als Messias verworfen worden ist. Niemand kennt ihn als nur